Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. So, was haben wir denn hier an Autos? Ich müsste halt mal gucken, was meiner im Moment so hat. Das würde eventuell mal helfen. Was ist denn so das Beste, was wir uns holen können? Ein Audi könnten wir uns auch holen. Den Eclipse, das ist ja den Dings jetzt fährt. A4. Den Super haben wir ja, glaube ich, im Moment. Wieso ist denn der Clio so gut? Das ist so ein beschissener Renault. Mustang wäre vielleicht auch ganz witzig. Okay, und da können wir noch nicht weiter. Der ist halt nochmal ein Stück schneller. Und ich denke, wenn wir da ein bisschen Tuning reinhauen. Ach komm. So, dann darfst du auch noch direkt mal getuned werden. Ja, und ansonsten haben wir halt einen Alternativwagen. Ja, der, wie gesagt, der liegt halt schon jetzt deutlich schwerer auf der Straße. Was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist. Dann gucken wir doch mal, wie wir mit dem Mustang hier zurechtkommen. So. So, wie gesagt, der neue Motor. Achso, da können wir nur den erstmal reinpacken. Ja, das ist schon wieder das Geld fast weg. Na, mal gucken. Da habe ich schon nicht genug Geld für, okay. Ach, der hat wahrscheinlich von sich aus halt schon ein bisschen was Getuntes drin, was ja wahrscheinlich auch Sinn machen würde. Reifen können wir im Moment noch nichts machen. Das wird halt ordentlich Beschleunigung und alles. Also gut, dass es Nitro, was halt Beschleunigung gibt, klar. Okay. Uns fehlen halt 15.000 erstmal. Aber ich denke, das haben wir auch dann bald wieder drin. Dann kommt das Getriebe raus. Jawohl. Und Nitro hätte ich ganz gerne. Auf jeden Fall. Ja, das sieht besser aus. Dann schauen wir einfach mal, wie wir mit dem zurechtkommen. Fahren mit dem einfach mal das nächste Rennen. Das wäre ein Sprintrennen direkt. Na, mal schauen. Die sind jetzt auch nicht so großartig getuned. Wie gesagt, mal gucken, wie ich mit dem jetzt zurechtkomme, mit dem Wagen. Vielleicht lohnt es sich ja auch mal hier ein bisschen auszuwechseln alles. Also ich habe das Gefühl, er liegt noch ein bisschen schwerfälliger auf der Straße. Und lässt sich noch nicht so ganz gut fahren, aber der ist halt noch nicht voll aufgetuned. Ah. Also ehrlich gesagt, 100% zufrieden bin ich bisher noch nicht, aber ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache hier erstmal. So.
So, dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Neben eine Abkürzung, die hoffentlich was bringt. Scheinbar fahr bitte da rein. Alter. Das geht mir so auf den Sack. Diese scheiß Unfälle. Einfach durchfahren, Rennen gewinnen, fertig. Mehr will ich doch nicht. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt noch ein bisschen Geld mitmachen oder halt Geld investieren in Tuning, sollte das auch, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt sein. Dann fahren wir vielleicht mit dem mal das nächste Rennen. So, aus dem Weg bitte. So sieht das nämlich schon viel besser aus. Ich denke, das kriegen wir dann auch mit dem Wagen hin. So, dann auf ein neues hier durch. Das war knapp. Ah, schade, da haben wir schon den ersten Platz mal abgeben müssen, zumindest kurz. Ja, wird auch dann tatsächlich mal irgendwann Zeit für die Upgrades. Aber ich denke, wenn wir die Rennen hier gewonnen haben, dann können wir uns da nochmal voll reinknien. Was wird das denn? Du sollst nicht da auf der Wiese fahren, du sollst hier auf der Straße bleiben. Gut, dass du da abgebremst hast. Das hätte, glaube ich, auch böse ausgehen können. Hui. Das ist eine böse Kurve hier unten. Aber zum Glück war es noch ganz gut machbar. Und da hinten haben wir das Ziel. Okay, also, ja, wir können auch mit dem Wagen gewinnen. Ich glaube, da werde ich den jetzt mal nutzen. Die anderen sind jetzt auch relativ lange gefahren. Alles klar. Und weiter geht's. Nochmal Radarfallenrennen und einmal Drag. Ich glaube, Dragrennen wird mit dem witzig. Ah, ihr backt da ein wenig durch die Gegend. Wir haben fliegende Autos. Na sowas. Gas geben. Dann geht's mal los. So. Gucken, dass wir möglichst viel Geschwindigkeit drauf kriegen. Die ist fies, die Radarfalle. Aber wir haben zumindest, glaube ich, gute Geschwindigkeit mitnehmen können. Ist ja wie im wahren Leben. Möglichst schnell durch Radarfallen durch, dann kriegt ihr gut Punkte. So, wo bist du? Die sind aber echt nicht so nett aufgestellt. Aber die anderen haben auch ihre Probleme, wie das aussieht. Wenn ich mal kurz einen Blick auf die Minimap werfe. Von daher soll es mir recht sein. Gas geben. Ja, ich glaube, ich kriege den Wagen einigermaßen in Kontrolle so langsam. Hey, wo willst du denn hin? Auch ein Mustang. Wie es aussieht. Ja, wir haben halt ein bisschen Vorsprung. Aber ich glaube nicht mehr so viel, wenn ich mir das gerade mal anschaue. Von daher. Nee, also nicht mehr so viel. Nein! Wo fährst du hin, du Dreckskarre? Hör auf zu schlittern! Das war's dann. Danke. Ach, zum Kotzen. Nicht ausbrechen, Wagen! Fahren!
Ja, das ist ja, glaube ich, das Problem. Wenn du da mal in Schlittern kommst, dann war es das halt eben. Da ist der, glaube ich, doch ein bisschen zu schwer. Obwohl der andere sich ja auch nicht gut gefangen hat. Schade, ich glaube, es wäre nicht mehr lang gewesen. Das war schon wieder nicht so gut. Letzte Mal hatte ich da, glaube ich, 30 oder 40 mehr. Aber wie gesagt, die sind halt auch echt nicht nett platziert. Alles sehr kurvig, da kannst du nicht wirklich Gas geben vorher. Ja, ich bin deutlich langsamer dieses Mal. Scheiße. Ungut. Sehr ungut. Und wir haben auch schon den ersten Platz verloren. Was die Geschwindigkeit angeht. Es könnte sein, dass wir es diesmal direkt, also tatsächlich sogar verhauen. Weil wir einfach nicht genug Geschwindigkeit hinkriegen. So wie ich das im Moment sehe. So, wir haben zwar wieder jetzt den Führungsposition, aber ich glaube, es ist nicht... Und doch, wir haben relativ viel Vorsprung auf einmal wieder. Komisch. Mal geht's nicht. So, bitte Gas geben hier. War, glaube ich, gut, dass wir nicht durch die Abkürzung fahren. Wie gesagt, manchmal sind sie ganz praktisch. Allerdings, auch oft schwer zu manövrieren. Oder ab und zu zumindest mal. So, das sollte jetzt aber gereicht haben, ja. Da können die zum Glück nicht mehr allzu viel gegen anstinken. Sehr schön. Weiter geht's. Zwei Rennen, nee, sogar nur noch ein Rennen, okay. Na, so wirklich viel geben die aber nicht, merke ich gerade. Kriegen wir durch die Meilensteine auch Geld? Ich glaube, da kriegen wir nur Kopfgeld. Oh, Dreck. Ja. Ist okay. Es ist ein Dreckrennen. Ich kann es eigentlich gleich nochmal neu starten. Verpeilt, sorry. So, jetzt aber. Wieso ist das auf meiner Spur, dieses Fahrzeug? Wieso ist das nicht auf der Spur der anderen? Das ist halt, also hier ist halt echt das Problem, die Gegner, also der normale Verkehr, der stört mich hier doch ziemlich. Das mit dem Schalten geht halt einigermaßen, das ist auch, wie gesagt, kannst du einigermaßen, wird einigermaßen verziehen. Dann fahre ich halt jetzt mal rüber. Blockiere den hinter mir ein bisschen. Ist ja auch nicht verkehrt. Oha. Och, wieso ist denn hier so scheiß viel Verkehr? Ist doch kacke alles. Drag Race ohne Verkehr. Dann wäre es nämlich noch einfacher und ich müsste diese ganze Scheiße nochmal machen. Ich glaube, ich muss mir da echt einigermaßen merken, wo hier wie die Autos fahren. Kann das sein? Boah, das ist doch hier schon mal ziemlich irre alles. Warum? Warum ist hier so viel Verkehr? Wir haben hier ein Rennen zu fahren. Mach doch mal Platz und lass mich das scheiß Rennen gewinnen. Es geht mir schon wieder auf den Sack. Jetzt haben wir auch die Schaltung noch nicht so gut hingekriegt. Ja, ich glaube, die Wagen sind da. Also, ich glaube, du musst tatsächlich das hier einigermaßen auswendig lernen. Sonst wird das halt nichts. Ein bisschen Nitro. Na komm. Wieso fahrt ihr auf einmal alle an mir vorbei und rammt mich und stört mich und geht mir so auf die Nerven, dass mir das wieder keinen Spaß macht. Blödes Rennen. Ich dachte, das Drag Race sollte jetzt relativ locker hier vorne hier gehen, aber es ist halt so scheiß viel Verkehr hier.
Und das macht das Ganze wieder unnötig schwer. Ach, fick dich doch. Es ist doch zum Kotzen hier. Das macht doch keinen Bock, Mensch. Wie gesagt, das stört mich jetzt echt. Also ich dachte, das kriegen wir jetzt locker schnell flockig von der Hand, aber nö. Vielleicht sollte ich mal den Spurwechsel machen, wenn halt hier kein Schotter im Weg ist. So, wir könnten auch runterschalten, aber... Oh, diese scheiß Schotterwichse hier, das geht mir so auf den Sack. Das bremst viel zu sehr aus. Scheiße hier. Ist doch kacke, echt. Das Rennen geht mir so tiermaschen. Also das ist ja schlimmer als die K.O.-Rennen, die ich da vorher hatte. Zum Glück verliere ich nicht so viel Zeit. Aber wie gesagt, es kotzt doch langsam an. Und zwar ordentlich. Zu viel Zeug hier wieder, was mich irgendwie beim Fahren stört. Klar. So genauso möchte ich dieses Rennen haben. Ich möchte überall gegenfahren. Ich möchte ja nicht vorankommen. Also wie gesagt, da hätten wir jetzt weniger Verkehr reinbauen können. Das ist ja so schon nervig genug. Also, das heißt nervig, aber... Du musst halt jetzt nicht lenken großartig, aber das Ausweichen stört halt saumäßig. Wieso ist der bei mir auf der Spur? So. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei diesem Dreck so, also bei diesem Dreck-Dreck-Rennen, so viel Versuche brauchen werde. Wie gesagt, ich dachte, die gehen relativ locker und einfach von der Hand und da brauche ich dann nur einen Versuch für. Leider nicht. Leider ist zu viel Verkehr. So, da vielleicht mal rüber. Es ist doch zum Kotzen! Baut doch mal hier weniger Autos ein! Wie soll man da anständig vorankommen? So ein Scheiß! Jetzt kann ich mich auch schon wieder nicht mehr aufs Schalten konzentrieren. Normalerweise ist das eigentlich das Einzige, wo es hier großartig drum geht. Ja. Wenn ich in der Luft bin, kann ich halt auch schlecht schalten. Mein liebes Spiel. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier auf der Spur. Wieso bist du so langsam, Wagen? Wieso ist denn da ein Laster? Wieso komme ich bei diesem verdammten Rennen einfach nicht voran? Ey, es ist doch zum Kotzen. Es geht mir so auf den Sack gerade. Ja, ich bin in der Luft. Ja, ich fahre halt hier rum und ja, ich krieg hier wieder nichts gebacken. Oh. Das ohne Verkehr, dann wäre das mal machbar gewesen. Aber so... So macht das halt echt gerade keinen Spaß. Ja, ich glaube, dann werde ich nach der Folge auch erstmal die Session sein lassen, weil mir gerade wieder ein bisschen der Spaß flöten geht bei dem Spiel. Ich sehe aber echt gerade meine Fälle ziemlich davon schwimmen. Och, ey. Sag mal, willst du mir unglaublich auf den Sack gehen, Spiel? Du schaffst es gerade. Du schaffst es gerade richtig gut. Es hat hier einfach viel zu viel Scheiß auf der Strecke, dass ich irgendwie verlangsamen würde. Und halt leider dauert das auch relativ lang alles. Was soll ich denn dazu sagen? Mach doch einfach Platz und lass mich endlich mal dieses Rennen gewinnen. Ich habe keinen Bock mehr langsam. Meine Fresse, geht mir das auf den Sack. Wie gesagt, ich bin da nicht froh, wenn ich es schaffe, sondern ich
ich bin halt froh, dass ich es nicht nochmal machen muss. Und genau das ist eben mein Problem bei solchen Spielen. Immer und immer und immer wieder das Gleiche zu machen. Finde ich halt saumäßig langweilig. Ich brauche ein bisschen Fortschritt, ich brauche ein bisschen Story. Das passiert halt nicht, wenn ich halt Sachen neu machen muss, immer und immer wieder. Genau, fahr du mal da rein. Und ich habe es tatsächlich gewonnen. Ja, endlich mal. Na gut, die Folge ist aber auch zu Ende. Na gut, wie gesagt, dann soll es das jetzt mal gewesen sein. Dann werden wir uns in der nächsten Folge mal um die Polizeistatistiken kümmern. Ich gucke mal, ob ich mit dem Wagen noch ein bisschen was machen kann, ob ich da noch ein bisschen was reinpacken kann an Tuning-Sachen. Aber ich glaube, so wirklich viel Geld haben wir nicht gemacht, oder? Wie sieht's aus? Ne, das reicht jetzt noch nicht so wirklich viel. Naja, gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.